Die verdammte Kehle und ihre verdammten Kreuzritter haben unser Haus niedergebrannt. Bei den Höllen, das ganze verdammte Dorf. Wir kämpfen uns bis beides tot. Ich könnte uns vielleicht sagen, wie weit wir noch gehen müssen. Ihr habt leider noch einen ziemlichen Weg vor euch. Hier sind 10 Goldstücke. Dafür bekommt ihr in dem Lager auf dem Weg eine anständige Mahlzeit und eine Unterkunft für die Nacht. Ist noch ein weiter Weg. Am besten ist ihre Reise fort, solange ihr noch könnt. Seht ihr mir, ich habe euch gesagt, dass er uns nicht helfen wird. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was erwartet der von mir? Also was erwarten die von mir? Ja, und hier oben geht's jetzt nicht unbedingt weiter. Also hier sind wir in einem ziemlich verworren. I've been thinking about what will happen when we reach Dragonspear. I've never served in a coalition before. Alliances bring strength, so long as everyone can get along. Ich habe darüber nachgedacht, was geschehen wird, wenn wir Drachenspeer erreichen. Ich habe noch nie in einer Koalition gedient. Allianzen sind stark, sofern sie zusammenarbeiten. Drei Armeen mit demselben Ziel, das wird nicht einfach für die Soldaten werden, für niemanden. Da könnt ihr vom Glück reden, dass wir Verbündete sind. Damit gibt es zumindest eine Person, auf die ihr zählen könnt. Ich habe keine Zeit, mich zukünftigen Problemen zu widmen, wenn die Gegenwärtigen bereits meine gesamte Aufmerksamkeit erfordern. Wir sollten uns auf die Mission konzentrieren, anstatt unsere Zeit mit Plaudereien zu vergeuden. Nehmen wir mal die Eins. This life isn't easy for anyone, I know. It was easier once, when all I had to worry about was myself. A child changes things. I have responsibilities. To Roma, to my father, to the Fist, of course. Dieses Leben ist für niemanden einfach. Ich weiß es. Es war einst einfacher, als ich mich nur um mich selbst kümmern musste. Ein Kind ändert vieles. Ich habe Pflichten Roma gegenüber, meinem Vater gegenüber, natürlich gegenüber der Faust. I've let other people into my life since Roma was born. They... I don't want to talk about them. My father says you only need one to win the game, but I'm tired of playing games. Ich habe andere Leute in mein Leben gelassen, seit Roma geboren wurde. Über sie will ich nicht sprechen. Mein Vater meint, dass man nur eine Person braucht, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich will es leider, das Spiel zu spielen. Nur lass uns keine Spielchen spielen. Nein, ich werde jetzt nicht mit ihr anbandeln. Das Leben ist ein Spiel. Ihr müsst einfach die Person finden, mit der ihr spielen wollt. Wie wäre es mit mir? Das Leben ist ein Spiel, nehmen wir das mal. For you, perhaps. Some of us can't afford to take everything so lightly. Too much depends on us. Ah, well, I'm rambling now. Let's keep moving. Für euch vielleicht. Es gibt aber Leute, die nicht alles auf die leichte Schulter nehmen können. So viel hängt von uns ab. Aber genug geredet, lasst uns weitergehen. Ja, durch dieses Labyrinth hier. Und das hier wieder auf der Straße mündet. Ich weiß aber nicht, ob es da oben noch auf der Straße mündet. Spektraltrolle. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. I'll recover. I missed. Let's see how long you last against me. Hells, I missed. Okay, wieder drei tote Spektraltrolle. Ja, hier geht's nur hier weiter. Jetzt sind wir hier wieder auf der Straße.
Oh, hier ist sogar Yahira. Bereitet euch auf euer Ende vor, Marionette von Kayla. Wartet, Vogelin, sie tragen nicht die Farben des Kreuzzugs. Oh ja, ihr habt recht, wer seid ihr, Fremder? Ich bin Brenoir aus Baldur's Tor. Ich bin hier, um Kaylas Kreuzzug zu kämpfen. Ja, Hira, seid ihr das? Brenoir, ihr solltet in Baldur's Tor sein. Was macht ihr hier? Ich marschiere nach Dachensperr, um gegen Kayla und ihren Kreuzzug zu kämpfen. Und ihr? Was hat euch ohne Kallet hierher verschlagen? Als ihr die Eisenkrise ein Ende bereitet habt, beschlossen Kallet und ich nach Brücken fortzureisen. Wir dachten, es wäre eine nette Abwechslung von Baldur's Tor. Und das war es auch, bis der Kreuzzug die Eberfellbrücke einnahm. Ich saß außerhalb von Brücken vor der Falle, Kallet im Inneren. Schließt euch mir an, Yahira. Gemeinsam befreien wir Brücken vor und bringen euch mit eurem Ehemann zusammen. Ihr und die anderen bekämpft also den Kreuzzug, wirklich gerade wie ein fairer Kampf. Ihr habt bisher nichts Beeindruckendes gezeigt. Nehmen wir mal die zwei. Sie sind viele, wir sind wenige. Mit euch sind wir zumindest einer mehr. Schließt euch mir an. Tausend schlecht ausgebildete Kreuzritter können uns nichts anhaben und die Truppen, die mich begleiten. Ihr Lager ist südwestlich von hier. Schließt euch ihnen an und wartet auf meine Rückkehr. Ich werde die Reihen des Kreuzzugs ausdünnen. Geht in Richtung Südwesten zum Lager der flammenden Faust. Ich treffe euch dort. Bevor ihr weitergeht, solltet ihr wissen, dass der Kreuzzug die Eberfellbrücke hält und man euch nicht nach Brücken vorlassen wird. Zumindest nicht durch die Vordertür, aber es könnte einen anderen Weg geben. In der Nähe der Burg gibt es einen Zauberkreis, der Menschen hineinteleportieren kann. Wie es scheint, weiß niemand, wer ihn erschaffen hat und wozu. Hätten wir den Schlüsselstein, könnten wir Brücken vor betreten. Doch genau mit dem Eintreffen des Kreuzzugs verschwand der Schlüsselstein. Einer der unseren hatte ihn, als wir uns in die Burg zurückzogen, doch er wurde getötet und der Schlüsselstein gestohlen. In der Nähe sah ich eine Frau in einer violetten Robe, die den Ort verließ. Vielleicht eine Priesterin von Zirik. Nicht weit von hier gibt es einen zerstörten Tempel von Baal. Wenn die Priesterin, die den Schlüsselstein an sich genommen hat, noch in der Gegend ist, wird sie mit Sicherheit dort sein und die Stätte beschmutzen, die dem größten Opfer ihres Herrn heilig ist. Verabschiede ich mich. Ich werde dieses Lager der flammenden Faust besuchen. This camp, you speak of. Does it welcome all who would battle the crusade? And can wine be found within it? Dieses Lager, von dem ihr sprecht, sind dort alle willkommen, die den Kreuzzug bekämpfen wollen. Gibt es dort Wein? Verzeiht mir, Brenoir, das ist mein Gefährte Voklin von Luskan. Ein Schürzenjäger, aber ein würdiger Kämpfer. Wir wären Opfer des Kreuzzugs geworden, wenn er nicht gewesen wäre. Begleitet ihr hier in unser Lager, Voklin. Man wird euch dort mit Wein willkommen heißen. To the camp then. To make merry until the time comes to raise our weapons again. Und dann auf ins Lager. Amüsiert euch, bis es wieder Zeit ist, die Waffen zu erheben. Ja, hier am Voglin sind zum Lager der flammenden Faust aufgebrochen. In den Wäldern von Brücken vorherum habe ich die Druiden Yahira getroffen, die zusammen mit einer Handvoll würdiger Seelen wochenlang gegen die Kreuzritter gekämpft hat, die Burg belagert. Ich habe sie da in das Lager der flammenden Faust geschickt, um sich mit Nahrung und Wasser zu versorgen. Ich selbst werde weiterhin die Gegend rund um die Burg erkunden. Ja, das heißt, wenn wir hier jetzt verlassen würden, dann können wir den Würmwald und nach Brücken fort. Also zur Eberfellbrücke und Brücken vorreisen. Da will ich aber erstmal nicht hin. Nur zu fragen. Ich muss erst noch gucken, was hier noch so ist. Also hier ist ja nicht mehr viel. Ich muss doch da hoch und hier die Ecke und dann die Trollhöhle. Wobei hier oben ja nichts zu sein scheint. Okay, da sind nochmal Spinnen. Das heißt, irgendwo dort ist auch wieder mal eine Falle. I'll recover.
is true. Sweetheart? Yes, dear. Na komm, ich schätze mal, sie ist hier, die Falle. Bingo. Wildschwein, okay. Wie kann ich helfen? Yes, I will. Wo, wie ihr wisst. So, Minsk ist geheilt. Etwas wenigstens. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann gucken wir mal, was die Wildschweine von uns wollen. Das ging schneller als erwartet. Und ja, hier ist sonst nichts mehr. Damit haben wir alles aufgedeckt und können jetzt zurück zu dieser Höhle hier. Können wir einfach der Hauptstraße folgen. Höhle, zurück zum Lager, Zeug verkaufen. Your actions are as ill-judged as they are incomprehensible. Eure Taten sind genauso unbedacht wie unverständlich. Hat das jetzt mir? Also ja, das hier ist definitiv eine tolle Haupthöhle. They called. Gehen wir da jetzt bei nicht unvorbereitet rein. So. Dachte ich's mir. Yes. Wie kann ich helfen? Fight if you must, but you're not winning. Worum geht es nicht? Ich werde mich im Handumdrehen noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Okay, der wie Rückzug war jetzt gerade unnötig. Wallet, prepare for dein End! Also ist jetzt wenigstens die Giftwolke weg und wir haben wie ihr wünscht viel Zeug getötet. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist nicht groß, aber hier ist ja noch was. Noch mehr Trolle. I'll recover. Okay, gucken wir erstmal die Sachen hier an. Wie ihr wünscht. Zunderbüchse. Zunderbüchse klingt nach einem Questgegenstand. Wie kann ich, wie ihr wünscht. War hier gerade wieder ein Fragezeichen? Ah, hier. Dieser Baum wird durch einen Lichtschimmer am Leben gehalten,
durch einen Riss in die Oberfläche dringst. Selbst an den finstersten Orten findet das Leben eine Möglichkeit zu gedeihen. Wassersterne, 20 Stück. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also, dann gucken wir noch, was hier drin ist. Hier drin ist einfach mal nichts.